Herzlich willkommen hier zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wieder mit dem wundervollen Jan. Schönen guten Tag. Es ist wieder Sonntag, es ist wieder 12 Uhr. Das heißt das? Das heißt wieder... Was hältst du von? Unser Thema ist heute CD, Schallplatte, Streaming. Ah, okay. So, was ist besser, beziehungsweise was nutzt du? Nutzen habe ich, also ich nutze sehr viel CDs. Okay, du bist also noch so der... Alter. Schrei ich eigentlich ja, so? Weiß ich auch nicht. Ja, also ich bin noch der... von der alten Schule. Schallplatte hast du auch noch? Ja, ein paar. Nicht viele, aber ein paar habe ich auch noch. Also ich habe jetzt wieder angefangen, Schallplatten zu sammeln. Ja, das stimmt. Kommt gefühlt jede Woche... Eine neue? Ja. Ja, ich weiß auch nicht warum, aber ich glaube in diesen, sag ich mal, ganzen digitalen, alles ist jetzt verfügbar, alles ist irgendwie schnell konsumierbar, ja, habe ich irgendwie eine Rolle rückwärts gemacht und habe mir einen Schallplattenspieler irgendwie gekauft. Und dann kamen ja auch immer mehr Schallplatten raus. Mhm. Und ich bin zum Beispiel jemand, ich mag sehr gerne... Picture-Schallplatten, ah, also okay, vor, wo Bildchen drauf ist. Mhm. Und das hat sich so ein bisschen bei mir so zum Sammeln oder bunte Schallplatten oder einfarbige, so weiß, blau, grün. Mhm. Das ist so, da kann ich nicht so richtig widerstehen. Okay. Aber ich habe natürlich auch noch CDs, aber ich habe tatsächlich aufgehört. Also ich mag sehr gerne Nena, Marianne Rosenberg, okay, Céline Dion. So. Ja. Und das waren immer so die Sachen, die ich so gesammelt habe. Und Rock for Seen. Und die habe ich irgendwann dann aufgehört. Die habe ich dann noch weiter gesammelt. Ja. Aber alles, was ich so sonst noch drumherum gehört habe. Ja, das stimmt. Das habe ich dann auch nicht mehr. Als dann Spotify aufkam. Ja. Hashtag Werbung. Genau. Also wird nicht bezahlt oder so? Nein. Ist jetzt nur, weil irgendwie müssen wir ja nennen. Es gibt ja auch eine Apple Music und genau, Deezer und wie sie alle heißen. Von anderen großen Anbietern. So. Ist bei mir aber auch genauso. Also weil ich dann eben halt die ich eben halt mag, jetzt bei mir ist es Céline Dion und Enigma, sage ich jetzt mal. Da und Sandra war es früher auch mal? Ja, früher. Aber da habe ich auch noch die CDs. Aber alles, was man sonst so vielleicht hören würde, das kann man sich dann aber auch über Streamingdienste holen. Und dann kann man sich da eine Playlist erstellen und kann es dann aber auch nacheinander abhören. Nun und es nicht gleich das Kaufens willen. Und ich finde es toll, dass man so bei dem einen Anbieter, den ich jetzt genannt hatte, läuft dann so Werbung. Ja. Wird ja im Radio auch laufen und dann kann ich es für umsonst hören, sage genau, ich mal. Ich bin jetzt tatsächlich keiner, der da bisher mit dem Streaming sich das gekauft hat, weil mich die Werbung Tatsache nicht stört. Nein. Was mich stören würde und wo ich tatsächlich Geld bezahlen würde, auf dem Handy haben sie es abgeschaltet, das konntest du früher noch, dass du dann... Dieses Weiterswitchen. Ja. Ja. Dafür würde ich tatsächlich dann auch irgendwie Geld bezahlen. Ansonsten, oder wegen der Qualität. Ich weiß gar nicht, wie die Auflösung von den Diensten aber sind. Wenn du, warum willst du weiter switchen? Weil du kannst hier doch deine Playlist kannst du ja, aber die wird nicht so abgespielt. Nee, aber du kannst doch im... Naja, gut, ja. Also ich sag mal so, du hast jetzt irgendwie... Ich weiß, was du meinst. Das wird... durcheinander geworfen. Ja. So, und ich habe aber vielleicht eine Stimmungs... Ach so. Wo ich sage so, ich bin heute total traurig, fang mit ein bisschen Spaß muss sein an und will denn der Stimmung entsprechend bei Céline Dion, My Heart Will Go On, rauskommen, um loszuplärren. Ja. Wenn dann zwischendurch was anderes kommt, dann versaut mir das die Stimme. Ah, okay. So. Aber was viel wichtiger ist natürlich die Auflösung der... der Titel. Nein, der, ja, der Titel, der Qualität. Wobei ich immer denke... Ist das irgendwie über so ein Handy überhaupt, na gut, mit guten Kopfhörern ist das vielleicht doch... Also das, was ich, wo ich noch kein Auto hatte und über Kopfhörer gehört hatte, also ich fand es jetzt nicht grottig schlecht. Ja. Also es war schon eine sehr gute Qualität. Kommt auch auf den Lautsprecher an. Ich habe zu Weihnachten einen Lautsprecher, Kopfhörer. Klar, Kopfhörer, zwei Lautsprecher geschenkt gekriegt, mit denen ja, laufe ich jetzt durch die Gegend, einen Kopfhörer geschenkt bekommen. Ja. Und also das ist ja der Wahnsinn, was da rauskommt. Mhm. Also ja,
selbst, also nur wenn du es mit dem Handy verbindest, also das ist schon toll. Also ja, das stimmt. Da habe ich noch nicht mal von dem ersten, den wir genannt haben, irgendwas gekauft und in höhere Auflösung. Ich glaube, wenn du das kaufst, kriegst du auch eine höhere Auflösung. Mhm. Also, wobei ich behaupte, dass die Mehrzahl das gar nicht hört, wenn die irgendwie so eine kleine Knöpfe im Ohr haben. Ja. Weißt du? So, ich mag das ja mit den Knöpfen nicht so. Ich brauche immer so riesen Muscheln. Also. Und also Stream finde ich zum Beispiel ganz angenehm so im Alltag. Ja. So. Weil da kann man sich das zusammenstellen und dann läuft es da ab. Und du hast doch mal im Auto auch was gestreamt, wenn ich mich erinnere. Ja, das... Wie hast du denn das gemacht? Das ging mit so einem... Adapter? Adapter irgendwie, was man da... Du hast das Handy rangeschickt? Nee. Man kann mittlerweile auch seine Kassetten irgendwie ohne Kassettendeck irgendwie auch mittlerweile ins Auto. Also, okay. Aber das ist ein anderes Thema. Ja, aber sammelst du denn jetzt irgendwas noch, so CDs, Schallplatten? Also CDs ist, wie gesagt, Celine Dion und Enigma, das sind so und ja, andere, doch. Ja? Und das andere hörst du dir denn lieber so an bei Spotify oder so? Amazon Music ja. Oder so, ja. Genau, okay. Also das, ja. Aber so Schallplatten wie ich jetzt, nein. Das ist nicht so deins. Nee. Ist das so fummelig oder... Du hörst ja bei mir auch manchmal so den Unterschied Schallplatte zu CD, zu Streaming. Ja. Findest du, das ist ja die große Gretchenfrage, findest du da qualitative also Unterschiede? Ich höre, außer wenn eine Schallplatte, wenn das mal so knistert. So. Du hörst das nicht? Also ich höre das. So, nach einer kleinen Unterbrechung sind wir wieder zurück nach 2 Tagen. Ihr merkt es höchstens am Hintergrund. Genau. Von braun, blau auf blau. Genau. Wir waren bei CD, Vinyl. Hast du überhaupt erklärt, wieso wir jetzt 2 Tage später weitermachen? Nö. Die Kamera war voll. Die Speicherkarte. So. So. Deshalb mussten wir. Kann man ja ruhig mal sagen. So, also, so. Wir waren bei Knistern und bei Herzfrequenz. Und zwar. Da hat man wohl gemessen, also ich weiß nicht, ob man es messen kann oder ob das nur esoterischer Quatsch ist, aber dass diese Schallplatte so diese Herzfrequenz irgendwie erreicht und deswegen das alles so ein bisschen emotionaler ist. Okay. Ja, also das merke ich aber auch, wenn ich eine Schallplatte höre, dann ist das schon ein anderer Klang. Ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. So, das ist so wärmend, möchte ich es mal nennen. Mhm. Obwohl es praktisch, glaube ich, nicht den besseren Klang hat. Weil natürlich durch digital alles viel klarer und viel reiner ist. Mhm. Das merke ich auch. Also manche Schallplatten habe ich als Schallplatte und als CD. Okay. Und man hört natürlich bei einer guten Anlage, bei einer CD, so im Hintergrund die Geigen und die Plings und die Plongs und was die Künstler da alles tolle drein machen. Das hört man bei Schallplatte nicht so, aber dafür finde ich andere Sachen. Ist dir das auch schon mal aufgefallen? Ein bisschen, aber jetzt nicht so. Und hast du jetzt mal eine ganze Frage, die damit so gar nichts zu tun hat? Hast du dir überlegt, vor diesem Video dich mal zu rasieren? Nö. Gut, nee. Dann würde ich sagen, dann machen wir hier die dritte Pause und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ihr seht, ich habe ihn dazu genötigt, sich zu rasieren. Wieso hörst du den Unterschied zwischen Schallplatte und CD nicht? Also ist ein bisschen wärmer. Hast du das mit den Ohren? Nee, habe ich nicht. Das ist ein bisschen wärmer, der Ton, ja. Du musst das jetzt nicht nachklappern. Du musst schon deine eigenen Empfindungen. Nee, das ist ja. Also empfindest du auch? Ja, aber jetzt nicht so. Aber du hast vorhin gesagt, du hörst das nicht. Habe ich das ja, verstanden? Ja, wenn extra viel Dilldumm da dabei ist. Was ist denn viel Dilldumm? Da ja extra Geigen und das alles da. Also das hörst du nicht raus? Nein. Nee, aber so insgesamt ja. Berührt es dein Herz denn? Nee, es hört sich nur schöner an. Okay, naja. Ja. Gut. Du würdest jetzt aber nicht sagen, du fängst jetzt eine Schallplattensammlung an. Nein. Nein. Mach ich nicht. Warum nicht? Nö, weil ich CD reicht mir. Aber du hast so ein größeres Cover zum Beispiel. Und alle feiern ja diese Schallplatte raus. Also erst Cover, dann das Booklet rausnehmen, sauber machen, Nadel auflegen, so dieses Zelebrieren. Ich habe viel zu viel Schiss, dass mir die Platte runterfällt. Naja, aber früher hast du doch auch Schallplatte gehört, ist da was runtergefallen? Mit Sicherheit. So wie die manchmal ausgesehen haben. Wirst du nicht mehr. Nee. Na gut, jetzt bist du ja keine 12 mehr, jetzt wirst du wohl so eine Schallplatte, obwohl, ich erinnere mich gerade von vor 4 Wochen, da hat sie gerade eine fallen lassen. Ja, stimmt. Das war auch nicht meine Schuld.
Nee. Und es war auch nicht deine Schallplatte. Nee. Streaming? Das schon eher. Ja? Ja, da, wie gesagt, wie ich ja schon eingangs gesagt hatte, alles, was man sich dann nicht so, wenn man ein Lied gut findet und dann nicht gleich alles holen will, kann man sich das eben halt ja, über Streaming-Dienste anhören. Ich habe auch ein paar Künstler, wo ich einzelne Lieder gut finde, aber gut, könnte man ja auch für einen Euro oder was kaufen. Ja. Und den Künstler zu unterstützen. Mhm. Manchmal mache ich das, aber ich muss gestehen, seit Spotify auch nicht mehr. Ja. Das ist so mein, Entschuldigung, wenn ich die Nummer unterbreche, aber man macht diesen ganzen Quatsch an und alles ist irgendwie verfügbar. Ja. So. Ja, erzähl. Aber bei dem großen A, wenn du da eine CD bestellst, dann kriegst du es ja auch gleich über einen Stream. Ja, die Zeiten sind vorbei. Nee? Ja, das ist, du bist schon wieder von vorgestern. Also. Das war noch vor 4-5 Jahren, als sie entdeckt haben, dass man mit MP3s auch Geld machen kann. Weil jetzt kriegst du die CD, dann kriegst du die MP3 und du kriegst die Schalala-Platte und die, was auch immer, Fanbook. Nee. Dann hol mal dein Handy. Ich habe gerade vor 2 Tagen drauf geguckt. Jo, mach, du scheinst anderer Meinung zu sein. Ach nee, dein Handy ist ja da gerade in Bearbeitung. Nee, ist nicht mehr. Nee? Nein. Du kriegst jetzt, früher hast du es tatsächlich gekriegt. Ja. Gut, hier bei dieser Platte von Empokora, da war so ein Code manchmal bei der Schallplatte, ja. Und dann kriegst du vielleicht das MP3. Okay. Aber wenn du dir die CD kaufst, kriegst du heutzutage nur noch CD. Früher war das so beim großen A, dass du da tatsächlich die MP3 noch mitbekommen ja. hast. Ja. Aber dann kam Spotify und dann haben sie entdeckt, dass man damit, ist okay. auch egal, okay. was rum. Seitdem eben halt nicht mehr. Ich muss gestehen, dass ich wirklich wieder eine Plattensammlung habe. Ich gucke hier nach für ja. euch links, rechts, weil sich da echt was angesammelt hat. Und das war so gar nicht geplant. Ich wollte so ab und zu mal so Schallplatte auflegen und durch Corona irgendwie hatte man viel Zeit. Mhm. Und hatte, das ging so, als wenn es vorbei war, hat man viel Zeit. Ja. Und ja, da hat man irgendwie den Licht. Das ist toll, du stehst auch öfters auf. Also du kommst ja auch so in Bewegung. Okay. Weißt du so? Macht sich das bemerkbar? Nein, aber es ist ja eh nie verkehrt, sich zu bewegen. Okay. So, und du setzt dich ja jedes Mal mit diesem Medium, nimmst du dieses Gespräch überhaupt ernst? Ja, nehme ich. Man nimmt ja jedes Mal dieses Medium wieder in der Hand. Mhm. So, und man hört es ja von einmal ganz durch. So. Also bestenfalls okay. guckst du sogar, wenn es mehrere Schallplatten sind von einem Album, dass du sagst, okay, Seite A, 2 und so weiter. Ah, dass okay. Gut, mache ich jetzt auch nicht immer. Manchmal schmeiße ich so alles durcheinander, wenn ich irgendwie, Hauptsache Musik so. Aber ich denke, so Leute, die ja, das wirklich okay. zelebrieren, die achten da schon sehr drauf. Also du bist auch so, dass du ein Kerzchen anmachst und dann... Nee, so jetzt nun auch nicht. Das macht auch, glaube ich, keiner. Aber es ist schon so, dass ich mich freue, dieses Album dann in die Hand zu nehmen. Okay. So, weil ich weiß, was drin steckt. So eine CD, ja klar, weiß ich auch, was drin steckt. Aber dann ist das Album weiß oder rot oder gesprenkelt oder schwarz oder so. Das macht schon Freude. Oder Picture-Platten hatte ich am Anfang schon erzählt. Das ist... die nächste, die ich mir gekauft habe, ist von Vincent Weiss zum Beispiel. Das ist so ein Doppel-Picture-Dingsbums, habe ich gesehen. Okay. Da kann ich nicht widerstehen. Da ist mir fast auch wurscht für die Musik. Nein, das stimmt nicht, aber der macht ja tolle Musik. Aber da habe ich mir das gekauft, weil ich das einfach toll finde. Man sagt zwar immer, die Klangqualität soll nicht so gut sein. Was ich auch nicht wusste, ist, dass auf diese Platte irgendwie, glaube ich, das Bild gepresst wird. Mhm. Habe ich jedenfalls mal im YouTube-Video gesehen. Ich frage mich dann allerdings, wie die Musik denn wieder oben drauf kommt. Das habe ich noch nicht so ganz durchschaut, aber das könnt ihr ja vielleicht mal gerne, ihr, die sich damit auskennen, genau. in die Kommentare schreiben. Ja. Weil in dem Video war wirklich das Bild drauf und da war die Platte fertig. Und dann dachte ich so, ja, aber... Die Musik muss doch wieder kommen. Ja, diese Rillen-Dingsbums muss doch da irgendwie oben wieder drauf, damit die Nadel das abtasten kann. Oder wird das nicht erst das Bild drauf gemacht und dann die Musik erst? Nee, die hatten das gepresst und dann war die Platte angeblich fertig. Aber kann auch sein, der Bericht das nicht zu Ende geführt hat und die das nicht weiter... Aber es ging um Schallplattenproduktion. Also. Okay. Na, irgendein von den Leuten draußen wird schon wissen und mir erklären können, mit Sicherheit. Uns erklären können, wie ja, das uns, funktioniert. Genau, na, stimmt, du weißt es ja auch nicht. Ob erst Bild und dann Musik oder erst Musik und dann Bild. Genau. Ja. So, und hast du einen eigenen Spotify-Apple... Account irgendwie, dieser, wie sie alle heißen, Hashtag Werbung? Ja, habe ich. Ach also so. Ich habe meine eigene Playlist. Okay, aber du hast jetzt auch, wie ich, gratis. Ja, Gratis-Version. Weil, ganz normal. Das habe ich, glaube ich, am Anfang gesagt. Genau. Ne? Ja, ja, gut, dann muss ich das nicht nochmal wiederholen. Okay. Ja. Ich glaube, dann haben wir es so im Wesentlichen. Ja. Ne? Also,
weitere Diskussion, würde ich sagen, in den Kommentaren. Ganz genau. Und ja, ich bin raus. Okay. So, dann vielen Dank, dass der Jan wieder dabei war. Ja, ich habe eine zweite Sendung erlebt, oder war es jetzt schon die dritte? Nee, ist die dritte oder die vierte. Ah, okay. Ja. Also, dann nochmal vielen Dank. Jo, gerne. Sehen wir uns denn wieder? Denke mal schon. Okay. Ich denke mal schon. Also, das Format wird beibehalten. Ah, okay. Also, bist dann Dauergast. Ah, cool. Ja. So, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Sonntag. Vielen Dank an Jan. Dauergast. Vielen Dank an euch. Dauergast. Tschüss. Tschüss.